Ich denke, die Stadt wird durch die Digitalisierung insbesondere in ihrem Betrieb verändert. Stadt, wie wir sie um uns drumherum sehen, hier verändert sich nur sehr langsam in seinem physischen Erscheinungsbild. Wie wir sie aber benutzen, ist tatsächlich schon gravierend anders von vor 20, 30 Jahren. Und das wird so weitergehen und die Digitalisierung kann da, glaube ich, viel neue Lösungen beitragen. Man muss auch gewaltig aufpassen, glaube ich. Wir haben noch nicht wirklich eine gesellschaftliche Antwort darauf gefunden, wie wir mit Daten der Massendatenspeicherung oder wie anonymisiert müssen Daten eigentlich sein, wenn wir Städte analysieren. Das haben wir noch nicht gemacht, aber es birgt, glaube ich, große Chancen, Städte viel genauer zu verstehen. Und dadurch vielleicht auch, wenn wir sind heute zum Thema Stadt hier, vielleicht auch Prozesse, die normalerweise relativ zentrale Standorte brauchen für große Produktionsstätten oder für, um einfach Menschen, um komplexe Sachverhalte drumherum zu koordinieren, kann, glaube ich, die Digitalisierung mit Kommunikationstechnologien eine ganze Menge bewirken, um das vielleicht etwas dezentraler darzustellen und damit dann wiederum auch Auswirkungen auf Infrastruktur in der Stadt zu haben, wie nicht jeder muss einfach jeden Morgen in die Innenstadt fahren und dann wieder zurück. Wir können, glaube ich, in den vielen Schlafstätten, die wir auch haben, auch die Produktion wieder in gewissem Maße Einzug halten.